Hey und weiter geht's mit Shakes and Fidget. Heute mal ein bisschen auf Server.io 5 unterwegs. Auch ja, wenn es darum in diesem Video gar nicht gehen soll, möchte ich kurz anmerken, ich habe endlich den letzten Platin-Boost bekommen. Nee, nicht den letzten, tut mir leid. Jetzt laber ich hier schon Müll. Nein, den Platin-Boost auf der Toilette bekommen, nachdem ich wirklich bei den Gold- und Speed-Boost so unendlich unlucky war. Also ich hatte teilweise wirklich ungelogen 3 Wochen hintereinander nur Timeskips. Und ja, bin jetzt endlich bei den Platin angelangt und hatte recht Glück, da ich die Monster- und Platin-Boost recht schnell bekommen habe. Aber darum sollte in diesem Video gar nicht gehen. Sondern ja, wie wahrscheinlich der Titel des Videos bereits verrät, um Server.io 8, meine eigene Gilde, Black Friday. Und ja, eventuell den Necromancer, je nachdem, man weiß es noch nicht. Aber ja, Server.io 8, ich will meine eigene Gilde machen, wirklich eine Top-Gilde, also nicht so, ja, Larifari. Irgendwie, keine Ahnung, Free-to-Play plus Eco und keine Ahnung was, sondern ja, wir haben auf jeden Fall vor, schon gut abzugehen auf dem Server, mehrere Gründe dafür. Erstmal ja, natürlich die ja, recht guten Serverstart-Voraussetzungen. So, Server.io 8 ist natürlich irgendwo eine random Zahl, also keine Ahnung, ob der Server abgehen wird oder nicht. Aber ich denke eben, dass das Black Friday, wenn doch einige krasse Server, einige krasse Spieler dazu verleiten wird, am Start zu sein. Denn natürlich hat man erstmal den krassen Pilz-Sale, was das eine ist, so 4000 Pilze statt 3600 für 100 Euro. Aber was wirklich das Heftige ist, ist die 100% Chance auf Black Gems am Serverstart. Also was heißt am Serverstart, halt die Woche danach. Was wirklich extrem krass ist, denn normalerweise zu dem Zeitpunkt hat man ja wirklich nur den krassesten Gilden vielleicht eine 1-2% Chance irgendwie auf Black Gems. Und zum Black Friday Event kann man sich dann direkt Full Black Gems geben, ohne irgendwie, ja keine Ahnung, tausende Pilze ausgeben zu müssen. Was halt ja wirklich für einen vielversprechenden Serverstart irgendwo spricht. Ja, wie gesagt, ballert extrem rein, 100% Black Gems, also Full Black Gems, direkt am Tag 8, 9, 10, ist wirklich insane, also da kann man echt krass pushen, günstig pushen, vor allem kombiniert halt eben mit dem krassen Sale. Und ich denke, da werden vielleicht einige sogar potenziell irgendwie Rekorde wieder aufstellen können, wenn denn ja, die Spieler am Start sein werden, die da wirklich so Pisse rausballern. So, anderer Grund ist dann auch noch, dass eventuell der Necromancer da sein wird. Steht ja natürlich alles noch so in den Sternen. IO7 wird es auf jeden Fall nicht. Ich denke, IO7 wird direkt nach dem legendären Dungeon kommen, also so in 2-3 Wochen. Und da dann irgendwie noch ein Beta testen und dies und das. Ja, stelle ich mir persönlich eher als unrealistisch vor. IO8 könnte sein, der kommt ja ungefähr am 17.11., also 17. November. So, ja, ungefähr in 2 Monaten. Ich denke, bis dahin ist es möglich, nicht safe, kann auch sein, dass der erst EU9 kommt oder EU10. Aber eben auch zum Black Friday Event plus, ich glaube, 2 oder 3 Wochen danach kommt auch schon der erste Elevator, der einem ja dann vor allem durch den Legi Jam bis zur Dungeon Pause erstmal extrem boostet und natürlich auch ja die ganzen Ressourcen so fürs Item Upgraden, für die Festung. Also auf jeden Fall von Events her ein sehr vielversprechender Server. Necromancer ja, liegt halt natürlich noch in den Sternen, also es wird wahrscheinlich, ja, ich denke mal so EU8, EU9 oder EU10 sein. Später denke ich nicht, früher auf gar keinen Fall. Ja, wird man dann natürlich sehen. Ich denke mal, wenn ein Necromancer kommen wird, der Server auf jeden Fall extrem aktiv sein. Werden natürlich viele Necromancer spielen, klar. Aber ich denke, der Server wird auf jeden Fall eine gute Aktivität vorweisen können. Ja, und ich habe auf jeden Fall vor, meine eigene Gilde zu starten. Und ja, habe dafür auch schon einige erfahrene Spieler am Start, wie zum Beispiel der Fear of God, der zusammen die Gilde mit mir leiten wird, beziehungsweise auch in der Leitung ja, dabei ist. Und der auch schon auf sämtlichen Servern die Top 1 Gilde geleitet hat, beziehungsweise immer noch leitet. Und zum Teil auch wirklich sehr, sehr krasse Chars hat. Also ja, auf jeden Fall von der Leitung her aktive, beziehungsweise erfahrene Leute mal nicht dabei. Ansonsten ja, was sind unsere Ziele? Wir wollen natürlich den Server, ja, Plan ist es eigentlich immer den Server zu nominieren. Ist natürlich die Frage, inwiefern das möglich ist, je nachdem wer da seine Gilden alles startet. Wollen wir auf jeden Fall mitspielen, mindestens Top 3, also wir haben da auf jeden Fall gute Ambitionen, haben auch schon einige dabei, die ja gut pilzen wollen, also ja, ordentlich einballern wollen, natürlich zum Black Friday, ja, sag ich mal, bietet sich da ja wirklich an, also erstmal die 400 Pilze mehr pro 100 Euro Paket und halt eben die Full Black Gems, und man kann da wirklich Leist-Preistungsverhältnisse wirklich in einer sehr, sehr krassen Schar aufbauen, ohne irgendwie, ja, keine Ahnung, wie viele Pilze aufladen zu müssen, beziehungsweise keine Ahnung, wie viel Geld ausgeben zu müssen, weil man halt eben ja günstiger pushen kann durch die Black Gems und halt eben Geld spart durch das Black Friday Event, beziehungsweise ja, einfach mehr Pilze bekommt. Also ja, unsere Anforderungen sind natürlich 320 Alu-Glücksrad, Top-Tränke
50% mal und dann natürlich ja hohe Aktivität in Sachen wie Elevator bzw. Gildenaktivitäten via Raids und auch eben Gildenkämpfen. Ja, dann natürlich die Sachen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten für eine, ja, ich sag mal, Top-Gilde, die Festung vernünftig spielen. Wir erwarten jetzt keine tausende Pilze, aber man sollte schon mit Festungspartnern am Start sein, ordentlich ausbauen und natürlich auch einen Fokus eben auf die Festung und auf die Ritterhalle legen. Dann natürlich ja den Arena-Manager, sollte man sich mindestens die ersten beiden und letzten beiden Gebäude holen, also Speedboost, Goldboost, um halt eben ja einen vernünftigen Progress machen zu können. Und ja, eben Sachen wie die Pets sollte man natürlich nach ja Guide spielen, um halt optimal da am Start zu sein. Also ja, ich denke mal, es sind recht selbstverständliche Anforderungen für ja Pilzer. Also ja, wenn ihr Interesse habt, bewerbt euch gerne bei uns im Discord, ist in der Beschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn da auf jeden Fall einige von euch am Start sind, haben bereits schon einige Leute. Aber ich denke, die große Masse wird halt eben auch erst kommen, wenn die EU 7 durch ist. Also dass langsam Richtung Server U8 kommt und eben Dinge wie ja, Gildenziele bzw. Anforderungen dann für Tag XY wird natürlich auch kommen, wöchentlich Gildenscans ebenfalls, bzw. wahrscheinlich am Anfang sogar noch täglich, um halt eben die Gilden in die richtige Richtung zu lenken, werden wir auch Konsequenz durchziehen. Also ja, wenn da irgendwer jetzt die Gildenziele nicht erfüllt, werden wir da auch wirklich dann die Spieler austauschen. Ist nicht immer einfach so, bzw. nicht immer cool, Leute auszutauschen, aber ja. Dafür haben wir eben die Anforderungen, werden natürlich in den Gildenzielen. Es wird auf gar keinen Fall ausgetauscht, auch wenn sich ein Spieler, der 100 Level drüber ist, warum auch immer, irgendwie bewirbt, werden wir da natürlich keinen austauschen. So, die Ziele werden natürlich auch machbar sein, also man wird nicht 1000 Euro investieren müssen, aber sind halt eben Ziele, um die Gilde in die richtige Richtung zu lenken und halt auch eben, um unseren Gildenmitgliedern den bestmöglichsten, beziehungsweise die bestmöglichsten Gildenboni zu ermöglichen. Also keine Angst, es wird jetzt nicht geisteskrank sein, so von den Dingens her, und wenn man vielleicht mal irgendwie, weiß ich nicht, 2 Tage länger braucht für eine Ritterhalle, das ist auch okay. Aber man sollte auf jeden Fall schon so, sag ich mal, im Durchschnitt der Gilde mithalten können. Gut, das wäre es eigentlich schon gewesen, so der Gilde. Ich bin gespannt, wie Server U8 abgehen wird, ob der Necromancer starten wird oder nicht. Ja, bin auf jeden Fall gut motiviert, das wäre es an sich aber auch von dem Video schon gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.